Ja, moin, moin. Willkommen zurück bei Let's Play Gothic. Beim letzten Mal haben wir das neue Lager geplündert. Und ich glaube, wir haben auch noch ein bisschen Sandwiches verteilt, wenn mich nicht alles täuscht. Und wollen jetzt mal hier in die... Wo willst du denn hin? Na, da rein. Vergiss es. Silas will in seiner Kneipe nur Schürfer und Banditen sehen. Kneipe. Ich bin Schürfer und ich habe Durst. Du siehst doch aus wie einer von den Dreckfressern. Immer rein mit dir. Ja, ich bin ja auch ein Dreckfresser. Ist was dagegen? So, wen haben wir denn hier? Wir haben hier einen Schürfer, wir haben Mordrak. Senjan? Senjan? Warum ist hier ein Butler mit einem Namen? Ja, mal gucken, ob wir hier in die Kiste rankommen. Links, rechts, links, links. Das werde ich auf jeden Fall neu laden. Weil das ist ja, waren ja viel zu viele Dietriche. Links, rechts, links, links. Und dann haben wir Reisschnaps, Reis und reinen Alkohol. Das ist gut. Gucken, ob wir hier oben... Aha. Da liegen zwei, aber... Was wir hier auch haben, sind noch mehr Kisten. Mal gucken, ob wir hier nicht auch links, rechts, links, links. Laden wir neu. Was wir immer noch nicht gefunden haben, ist ein Apfel. Wir brauchen doch nur noch einen Apfel. Noch hier an die andere Kiste ran. Speichern wir hier nochmal. Okay, diese rechts, links, links, rechts. Da ist der letzte Apfel, okay. Rechts, links, links, rechts. So, dann haben wir nämlich auch alles für den anderen Dude. Jetzt probieren wir mal, ob wir hier einfach runterjumpen können. Ja. Und dann reden wir mal mit... Nicht dem Schürfer, nicht mit Mordrak, mit Senjan. Okay, wir reden erstmal mit Mordrak. Stimmt es, dass du Kurier für die Magier bist? Und wenn es so wäre? Ich würde gern mal die Gelegenheit haben, mit den Magiern zu reden. Ich muss in die Burg. Die Kuriere der Magier haben ein Siegel, das ihnen Zutritt zur Burg erlaubt. Wenn du einer von uns wärst, könntest du so ein Siegel bekommen. Kann sein, dass wir das schon mal gehört haben. Laris hat eine Nachricht für dich. Lass hören. Er will wissen, was im Lager der Sekte vorgeht. Er sagt, du sollst dich darum kümmern. Ich habe so ein Gefühl, als wenn sich die Sache von alleine erledigt. Okay, cool. Zeig mir deine Ware. Such dir was aus. Scheint ja ein sehr akribischer Mitarbeiter zu sein. So. Wir können bis zu 31 bei ihm loswerden. Dann machen wir das doch auch. Annehmen. Und dann Senjan. Hör auf zu saufen, rede mit mir. Du kommst aus der freien Mine, richtig? Richtig. Wie hast du das bloß rausgefunden? Wow, du hast ja viel zu sagen gehabt. Spitze.
So, hier kann man noch hoch. Ist hier oben irgendwas? Ja, hier mal ein bisschen rennen. Ne, hier ist nichts. Gut. Aber es wird, glaube ich, langsam hell. Was bedeutet, dass wir jetzt nicht mehr schlafen gehen. Ich will noch mit Silas und dem anderen Dude, der da gepennt hat, reden. Die sind aber noch nicht wach, also rennen wir, glaube ich, erst einmal hier hinten zur Mine. Und ich glaube, ich habe hier so eine Mod. Die es ermöglicht, schneller zu laufen. Oh Gott! Ja, weil es gibt ja diesen einen Cheat, den man eingeben kann, South Park. Mit dem man quasi alles ein bisschen beschleunigen kann. Und diese Mod hier macht das gleiche, nur halt ohne wirklich cheaten zu müssen. Also ich meine, im Endeffekt ist es dasselbe. Aber ich sehe das jetzt mal nicht als Cheat an, sondern einfach nur als Möglichkeit, schneller voranzukommen, ohne dass ich das nachher im Schnitt irgendwie... Hey du! Du gehörst nicht zu meinen Jungs! Was machst du hier? Wir haben doch schon miteinander geredet. Ich muss weiter. Dann lass mich in Ruhe! Du hast mich angequatscht! Lass mich doch in Ruhe! Frechheit. Ja, also so, wenn wir halt schon mal irgendwo waren und nur nochmal wieder zurücklaufen müssen, dann werde ich dieses Hauspark-Mod hier mal benutzen. Weil dann ist es weder für euch noch für mich irgendwie nervig. So, hier. Ich habe den ganzen Kram dabei. Jetzt machen wir den Deal mit der ultimativen Waffe, ja? Dann zeig doch erstmal her. Hier hast du. Ja, klasse! So, nun her mit dem Ding. Vergiss es. Was? Glaubst du echt, da kommt jetzt noch was? Ich meine, wer so dämlich ist, sich auf so einen Quatsch einzulassen, der hat doch nicht besser verdient. Wundert mich, dass du überhaupt noch lebst. Wenn du so leichtgläubig hier in der Gegend rumrennst, machst du es nicht mehr lange. Macht aber nichts. Jetzt haben wir Jungs wenigstens genügend Fressalien zum Feiern. Schönen Dank auch und vielleicht sehen wir uns ja nochmal. Der fiese Fiesling. Aber 300 XP, das ist gut. Da habe ich nichts gegen. Das war es trotzdem wert. Finde ich. Was fehlt uns denn noch fürs Level Up? 1250, das ist schon noch ein bisschen was. Aber vorher waren es ja dann 1550. Wie hier. Nee. Aber hier kommen wir hoch und dann kommen wir hier hoch. Und dann kann ich ja einfach wieder hier drauf drücken und dann... würde ich die Kontrolle verlieren. Und dann kommen wir wieder zurück zum neuen Lager, gehen wieder zur Kneipe und dann müssten dann Silas und der andere Typ wach sein. Dann können wir mit denen noch mal kurz reden. So, das machen wir wieder aus. Dann speichern. Nee, Silas ist noch nicht wach. Ja, komm, dann klettern wir halt einfach wieder hoch. Und reden so mit denen. Silas! Die haben einfach Betten getauscht. Verdammt, ach, warum weckst du mich? Um mit dir zu reden. Es ist doch eh schon Tag. Wie läuft's denn so? Gut. Wir verkaufen hier unseren selbstgebrannten Reisschnaps für gutes Erz. Kommt ja auch genug rein. Wo sollen die Jungs ihr Erz auch sonst hinbringen? Ich will was trinken. Dann musst du zahlen. Entschuldigung, musste ich mir kurz was aufschreiben. Du hast Dietriche. Die hätte ich gerne. Und im Prinzip hätte ich auch gerne noch dein Erz. Nur mal gucken, was ich dir dafür so andrehen kann. Hier zum Beispiel einen Haufen Schüsseln und ein bisschen hier noch. Und
6 brauchen wir noch. Alkohol ist zu teuer. 6. Wo nehme ich denn jetzt noch 6 her? Schmiedehammer. Fehlen noch 3. Ja, komm, dann geben wir ihm noch 3 Pfeile. So. Jeremiah. Was geht ab? Was machst du hier? Ich brenne den Reisschnaps, Junge. Hier, nimm eine Flasche, aber sag nichts Silas. Wie läuft das Schnapsbrennergeschäft? Ich kann kaum so viel nachlegen, wie die Kerle wegsaufen. Ist auch ganz gut so. Solange ich hier genug zu tun habe, lassen mich die Jungs vom Reislord in Ruhe. Was kannst du mir über den Reislord sagen? Er ist ein verdammtes Schwein. Seine Schläger suchen sich die Schwachen aus, um sie zur Arbeit auf den Feldern zu zwingen. Der Einzige, der sich wehren könnte, ist Horatio. Aber der hat mit Gewalt nichts am Hut. Ich habe mal gehört, wie er gesagt hat, er würde dem Reislord gerne den Schädel einschlagen. Aber das würde der nie tun. Seine Überzeugung hält ihn davon ab. Warum kommen hier eigentlich Fässer durch die Wand? Ja, ich frag besser nicht. Yep. Verdammt! Ach, warum? So. Dann können wir mal gucken, ob wir jetzt mit Horatio nochmal reden können. Also ich meine, reden können wir sowieso mit dem, aber ich meine... Oh ja, stimmt, der Lurker. Das ist ja noch eine Quest, die wir machen wollen. Die wir vielleicht auch hinbekommen. Ah, hier sind die ganzen... Moment mal. Balkhagan war, glaube ich, der andere. Aber hier müsste doch noch genau mit dem müssen wir noch reden. Den habe ich irgendwie komplett übersehen. Bal Isidro. Du siehst nicht sehr glücklich aus. Bin ich auch nicht. Ich muss noch einen ganzen Berg Kraut loswerden. Du bist hier, um Waren aus dem Sektenlager zu verkaufen? Ja, aber ich kann mich einfach nicht aufraffen. Ja, zeig mal. Zeig mir, was du hast. Hier! Ja, die nehmen wir auf jeden Fall mal alle mit. Barrierter Traumruf. So, den reinen Alkohol weiß ich nicht, was man damit machen kann, ob man damit überhaupt irgendwas machen kann, aber den behalten wir auf jeden Fall mal. Okay, wir haben jetzt eigentlich alles verkauft, was man so gar nicht gebrauchen kann. Dann würde ich sagen, geben wir ihm einfach Erz. Ich könnte das Kraut für dich verkaufen. Gegen Beteiligung, versteht sich. Vergiss es. So besoffen bin ich nun auch wieder nicht. Du brennst doch einfach damit durch. Hier, trink noch einen auf meine Rechnung. Danke, Mann. Ich trinke auf dein Wohl. Hören wir den Typen erstmal ab. Überleg's dir. Gib mir das Kraut und wir teilen den Gewinn. Nee, Mann, ich schaff das schon noch. Ich sag dir was, du hast ein Problem. Balkhagan will dafür sorgen, dass du ersetzt wirst. Was? Beim großen Schläfer. Ich muss das Zeug loswerden. Überleg's dir. Gib mir das Kraut und wir teilen den Gewinn. Oh Mann, ich muss das Zeug loswerden. Du willst mich doch nicht übers Ohr hauen, oder? Ich geb dir mein Wort. Gut, hier ist das Zeug. Du müsstest mindestens 400 Erz dafür kriegen, also 200 für jeden. Ich bin die ganze Zeit hier. Wenn du das Erz hast, komm zurück. Weißt du, wer größere Mengen abnimmt?
Wenn ich das wüsste, wäre ich selber losgegangen. Jetzt, wo ich das Zeug los bin, fühle ich mich schon viel besser. 50 haben wir gerade gekriegt. Sind das 50 grüner Novize? Ah ne, wir haben 10 mal grüner Novize, 20 schwarzer Weiser und 20 Traumruf bekommen von dem. Ja, okay. Dann wollen wir mal gucken, dass wir... ein paar Leute finden, denen wir das andrehen können. Hier, dir zum Beispiel. Ihr lasst ja nur Banditen und Schürfer rein. Gegen die Brüder aus der Sekte haben wir auch nichts. Aber sonst kommt uns hier keiner rein. Okay, du willst nichts. Was ist mit dir? Wie läuft das Schnapsgeschäft? Geh rein und frag Silas. Wir können uns nicht beklagen. Die da vorne kommen irgendwie nicht so richtig klar. Na gut, dann gehen wir nochmal durch die Wohnhöhle, verkaufen nochmal ein bisschen an die ganzen Banditen und Söldner. Und dann... haben wir... Willst du etwas umfangen? Haben wir ja die Kohle für den Typen zusammen. Cypher hat immer noch nichts mit uns zu besprechen. Ja, zu Laris können wir, das ist ja klar. Denen ist alles egal. Sharky, hast du, brauchst du... Ich könnte ein paar Sachen gebrauchen. Also was wir auf jeden Fall... Oh, der hat richtig Cash, aber wir haben nichts mehr zu verkaufen. Außer die Dinger hier, weil für die kriegen wir so oder so 10 und dann verkaufen wir die lieber alle so. Geht schneller. So. Man darf auch nicht alles glauben, was man hört. Bandit. An der Geschichte muss wohl noch was dran sein. War nicht besonders scharf. Du siehst aus. Ja, ja, also das ist jetzt halt ein bisschen langweilig, sehe ich ein. Solange ich damit. Aber. So kriegt man halt ganz gut Cash zusammen. Weil jeder Stängel bringt halt einfach gut Geld. Also, was heißt gut Geld? Jeder Stängel nicht, aber halt. So nach und nach kommt halt was zusammen. Haben wir eigentlich ein Level Up gehabt? Ja, wir hatten ein Level Up. Wir könnten jetzt theoretisch Akrobatik lernen, aber ich weiß nicht, ob ich das will. So. Ich glaube, ich schneide den Rest einfach raus, oder? Wir sind jetzt bei 18:30, das schreibe ich mir mal auf. 18:30 bis. Und dann werde ich den Rest jetzt einfach mal rausschneiden. Das müsst ihr euch ja jetzt nicht angucken, wie ich hier rumrenne und Sumpfkraut verkaufe. Also, wir sehen uns dann einfach gleich wieder, wenn ich alles verhökert habe. Thank you.
eigentlich wieder. Wir haben das meiste verkauft, bis auf 10 Stück. Und ja, wir sind jetzt bei 26 Minuten 52. War also die richtige Entscheidung, das einfach mal wegzulassen. Und jetzt wollen wir nochmal hier nach hinten laufen. Weil da unten sind versunkene Hütten. Weil hier hinten gibt es ja noch den Dammlurker. Und der Dammlurker, der will noch von uns verdroschen werden. Und ich hoffe, wir schaffen das. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das hinkriegen. Aber wir werden es mal probieren. Wir machen dem noch gar keinen Schaden. Okay, dann, ja, sich das auch erstmal erledigt. Wenn wir dem noch überhaupt keinen Schaden machen, brauchen wir das gar nicht weiter versuchen. Ja, wir brauchen halt eine bessere Waffe, wir brauchen mehr Stärke, wir brauchen mehr alles. Von Einhandtalent, alles brauchen wir. Und wir haben nichts. Hier sind die ganzen Betten von den Bauern. Was wir noch machen könnten, eventuell, ist, wir können es vielleicht mit Lefty schlagen, weil es kann nur einen geben, der so heißt, und das bin ich. Aber bevor wir das machen, können wir nochmal zu, wie ist er, Horatio? Ich glaube, es war Horatio. Der Kollege hier drüben, ist er das? Ja. Können wir mal mit dem reden, gucken, ob wir ihm das jetzt sagen können. Ich habe noch einmal über die Sache nachgedacht. Und? Ist dir was Besseres eingefallen? Ja, ich würde es mit dem Reichslord und seinen Schlägern aufnehmen können. Du bist nicht der Erste, der das versucht. Ich werde den Reichslord und seine Schläger fertig machen, wenn du mir dabei hilfst. Gut. Ich habe geschworen, nie wieder jemanden anzugreifen, aber nicht, es niemandem beizubringen. Ich bin ganz Ohr. Wenn du stark zuschlagen willst, kommt es auf die richtige Technik an. Das ist das Erste, was du beim Schmieden lernst. Lerne jeden Teil deines Arms, von der Schulter bis zum Handgelenk, gleichzeitig nach vorne schnellen zu lassen. Je besser die Technik, umso härter der Schlag. Du wirst es schnell raushaben. Danke für deine Hilfe. Nutze dein Wissen für die gerechte Sache. Und nur dafür. Ja, das kann ich jetzt nicht versprechen, aber ich werde es auf jeden Fall nutzen. So. Jetzt können wir nochmal beim Reislord. Ich glaube, der kann uns nochmal Wasser geben, oder? Lefty schickt mich. Ach so, was hat er gesagt? Ich soll den Bauern Wasser bringen. Das war vor einigen Tagen, Bursche. Geh besser zu ihm. Er hat dir was zu sagen. Okay. Können wir uns wohl doch kein Wasser mehr abholen beim Reichslord. Ich bin ja überlegen. Also ich muss den Kampf auf jeden Fall weiter nach unten verlagern. Das ist auf jeden Fall klar. Wir probieren das jetzt mal. Vielleicht klappt's. Hey ja. Du, ich habe dir doch gesagt, du sollst den Bauern Wasser bringen. Ich mag es nicht, wenn man mir Sachen verspricht und sie dann nicht hält. Ah nein, nicht... Wow. Das ist nicht gut. Früher wäre das ganz anders. Verlass dich auf jemanden. Hey du, ich habe dir doch gesagt, du sollst den Bauern Wasser bringen. Ich mag es nicht, wenn man mir Sachen verspricht und sie dann nicht hält. Willst du mich angreifen? Weg mit der Waffe, weg damit! Soll ich dir aufs Maul hauen oder steckst du das Ding weg? Ich mein's ernst, weg damit! Beim nächsten Mal werde ich dich um... Okay.
Okay, wir dürfen uns auf jeden Fall nicht von dem treffen lassen. Wollte ich nur 90 Erz gegeben? Ich hoffe, ja, okay. Alles gut. Also wir müssen auf jeden Fall von ihm weglaufen. Hey du, ich habe die... Ich mag... Damit... Oh nein. Kommst du mal her? Okay, das wird nervig. Aber wir können das hinkriegen. Hey, du. Also, ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen können, aber wir können es zumindest probieren. Okay. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll, wie ich meine Waffe rauskriegen soll, ohne dass die anderen mir auf den Sack gehen. Hey, du. Ich mag es nicht, wenn man mir... Weg mit der Waffe, weg damit! Ja, nee. Okay, wir machen das beim nächsten Mal. Man darf auch nicht alles glauben, was man... Wir sind ein, oder... Also ich bin ich habe nicht genug Skill und wir sind... Und der Held ist einfach noch zu schwach. Wir machen auch einfach keinen Schaden. Und bevor ich da jetzt noch länger Zeit verschwende, nutzen wir die letzten 5 Minuten lieber und geben uns mal... Oh, hier ist was. Steinwurzel. Wir müssen nur gerade mal gucken. Der Krautverkäufer. Ach, ich bin so blöd. Die Quest kann ich ja auch abgeben jetzt. Wir gehen nochmal hoch. Wir gehen auch schnell hoch. Hey du! Ich bin doppelt blöd. Erstmal abwarten. Wir müssen natürlich hier lang. Lass dich auf jemand früher, wäre das einfach mal neu geladen. Jetzt habe ich zwar die Steinwurzel nicht, aber das macht ja nichts. So. Und dann machen wir das wieder aus. Und Baal Isidro. Kann schon sein. Ja. Ich habe das Kraut verkauft. Meine 200? Hier sind sie. Gut, jetzt kann mich Baal Kagan mal. War eine gute Idee, mit dir Geschäfte zu machen. Lass uns lieber über was anderes reden. Erstmal abwarten. Es wird nicht so. Weiß ich nicht, ob das für dich so eine gute Idee war. Jetzt können wir auf jeden Fall nochmal zu Laris gehen. Von dem können wir nämlich auch nochmal ein paar Erfahrungspunkte bekommen, indem wir nämlich einfach 400 Erz geben. Weil die wollte er ja haben. Ich halte mich da lieber raus. Das ist wirklich nicht mein Problem. Ich habe die 400 Erz. Gut. Sehr gut. Ich denke, das reicht jetzt. So, ich will jetzt natürlich... Also ich meine, ich kann sowieso noch nicht bei denen aufgenommen werden, aber jetzt fehlen nur noch 250 Erfahrungspunkte. Fürs nächste Level Up. Und wir haben immer noch... Ich glaube über 1000. Entschuldigung. Das war 35, 24. Wahrscheinlich hast du recht. Wir haben immer noch deutlich über 1000 Erz. Sodass wir auf jeden Fall mit den Lernpunkten gut was anfangen können. Jetzt gehen wir nochmal Richtung Ausgang. Nehmen die Steinwurzel wieder mit. Und dann machen wir uns mal so langsam auf den Rückweg zum alten Lager. Weil da können wir auch noch ein paar Quests abgeben. Also mindestens mal die mit Mordrak und ich glaube, dann gibt's aber da auch noch eine Folgequest, wenn mich nicht alles täuscht. Irgendwas war da. Zumindest habe ich irgendwas im Kopf diesbezüglich. Was wir auch noch machen können, jetzt, in den letzten anderthalb Minuten schaffen wir das vielleicht noch.
Wir können hier nochmal versuchen, diese Scavenger einzeln auszulocken. Und umzuhauen. War das ein One-Hit? Wir haben jetzt 5 Stärke mehr. Vielleicht ist das tatsächlich ein One-Hit. Was dazu führt, dass wir das jetzt mal... Ja. Scavenger sind One-Hit. Das ist sehr schön. Das macht sehr vieles sehr viel einfacher. Dann haben wir das erledigt und gehen dann mal noch zu Cavalorn. Und ich denke, bei Cavalorn werden wir dann die Folge beenden. Und das war dann schon die 10. Folge. Ich denke, wenn ich in dem Tempo weiterspiele, werden es ungefähr 50 oder 60 Folgen. Aber kann ich ja auch mal kurz sagen, ich habe gestern auch Thumbnails gemacht schon mal und... Also ich habe mal bis Folge 50 Thumbnails gemacht, nur um sicher zu gehen. Also ich denke, das passt dann erstmal so. Aber also ich habe jetzt nicht vor, 50 Folgen hier in Grafik zu verbringen. Ich glaube auch nicht, dass das nötig ist. Aber im Moment kommen wir dann doch eher, oder ich... Ich will das ja nicht auf euch schieben. Ich komme im Moment dann doch eher schleppend voran. So. Wir sind bei Cavalorns Hütte angekommen. Wir werden hier dann in der nächsten Folge uns ein bisschen umschauen und mit Cavalorn auch mal reden, nachdem wir ihn bestohlen haben. Da ist nämlich eine Kiste und da ist eine Tür. Da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Und dann hoffe ich, ihr hattet alle ein bisschen Spaß. Ich hatte auf jeden Fall Spaß. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Wünsche habt, immer gerne in die Kommentare, damit auch gerne alles andere, was ihr so loswerden möchtet, in die Kommentare. Ich freue mich drauf, Kommentare lesen zu können. Deswegen hoffe ich, dass da ein bisschen was steht, was ich dann auch lesen kann. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.